Okay, wir sind heute am Lisse-Emmesied und heute geht die Füße gefallen. Die haben die Feiermädchen schon mal ein Stück Sumo im Bauch. Als was bist du verklebt? Wir sind als Erdkinek verklebt. Hast du da schon besser verklebt gesehen? Ja, schon ganz oft. Zum Beispiel die mit Barbie, ja, Ken. Das finde ich echt cool. Meinst du, du gewinnst das ja auch? Nein, ich meine nicht. Außer ich kriege eine Brücke für sie, du bist sie zu verbrennen, Barbie und Ken. Wen meinst du dann, den Gelf gewonnen? Barbie Ken. Ja, definitiv. Hier mit mir stehen zwei verklebte Schüler. Ich gesehen, der sieht aus Kokosnuss verklebt. Wie sind auf die Idee gekommen, mich so zu verkleiden? Boah, wer hat bis zum Internet geguckt, wie eine skurrile Idee vorne. Ich habe ein Kostüm gesehen, ich konnte kaufen. Und ich habe gesagt, komm, das kriegt ihr was sehen. Ich glaube, da machen wir alles selber. Aber wie ein Schenk, das ist relativ gut gefahren, nicht wohl. Weißt du noch, was du schon? Ja, also ich fand auch, dass es wirklich gut ging. Also eine Chance für heute, um Konkurs zu gewinnen. Ja, war ganz einfach. Pong, das ist echt Platz. Ne, komm, an der Gag, weil sie ein paar gute Kostüme haben. Jetzt muss ich mit der Bank, die fand ich wirklich gut. Ja. Es sind 29. Was hat sie da verklebt? Also ich bin hier mit Daniel und Tom als ein Bank an einen Detektiv verklebt. Wie fühlt ihr euch als Gewinner? Nass. Das ist am Anfang wusste man, dass wir echt gehen. Wir haben alles gemacht, für echt zu gehen. Weil das am Anfang, du hast mein Kollege, seine Freundin. Also sind wir mal echt gehen. Wir sind einfach zweite gehen, dann wollte ich ihm sein Eier verteidigen. Aber dafür haben wir gesagt, da gehen wir das zu echten, nicht mehr viel mehr in Friedzimmer. Dem Dario Cavallaro, die Woche in der Schule. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh, baby, a triple! Turn down the weed. Oh.